Ha, wohlgemerkt, zwei neuer Kombos, ich bin so fucking OP. Und von wem könnte dieses Tonband sein? Killer Kork. So. Kommt doch mal was. Ja. Ach ja, wir haben ja noch eine neue, haben auch noch nichts gefunden. Neue Charakterbiografie und sie schaut so unendlich hässlich aus, finde ich. Ja, ihr könnt es euch mal wieder selbst durchlesen. Warte, was? Ah. Ich habe mich noch mehr mit Dr. Yang beschäftigt. Ihren Bankauszügen zufolge gab es verschiedene Zahlungen. Von April bis vor 2 Monaten. Dann nichts mehr. Die Zahlungen kamen von einer Firma, die einem Mr. Jack White gehört. Einer von Jokers ältesten Aliasnamen. Also bezahlt Joker Dr. Yang dafür, ihm eine Armee zu schaffen und plötzlich hört er auf damit. Das gibt keinen Sinn. So, und jetzt kommt mal eine unendlich geile Sache. Ganz ehrlich, ich weiß nicht wieso, aber ich trau dem nicht. Tür verschlossen. Im Moment will ich doch noch gar nicht hin. So, ein weiteres Riddler-Rätsel gelöst. Ach yeah. Also, wie bist du darauf gekommen? Durch das grüne, glühende Fragezeichen. Hahaha, der Riddler ist halt so witzig. Überlass die Witze lieber, Joker. Nein. Nein. Bitte nicht das. Ganz ehrlich, das ist jetzt etwas, wo ich froh drum, wenn ich es hinter mir habe. Aber das war auch gar nicht. Das war erst eins, das weniger Schlimme. Gut, dahin müssen wir. Oh. Hey, das ist komisch. Die Zahlungen auf Dr. Yangs Konto haben nicht direkt aufgehört. Sie wurden abgelehnt. Dr. Yang hat ihr Konto sperren lassen. Sieht aus, als ob sie sich's anders überlegt hat. Sie hat versucht, die Zahlungen zu blockieren. Joker mag nicht, wenn seine Partner versuchen, auszusteigen. Also hat er sich entschlossen, nach Arkham zurückzukehren, seine Formel zu finden und die Armee selbst zu erschaffen. Genau. Das sind mal wieder richtig, Detektive. Ich hab ihren E-Mail-Account geknackt. Zwei E-Mails sind auffällig. Die erste ist ein Kündigungsbrief von letzter Woche. Sieht aus, als ob sie versucht hat, wegzukommen. So. Und die zweite? Eine Nachricht von Joker. Naja, Jack White. Es ist ein langes Hin und Her. Sie bittet darum, das Experiment zu stoppen, weil es gefährlich ist. Er hört nicht drauf. Mal sehen. Abwechselnde Drohungen an ihre Familie, ein paar schlechte Scherze, ein Bild eines toten Babys und eine Drohung. Weiter. Er sagt, ich werde dich holen, ich will das, wofür ich bezahlt habe. Dann noch so ein Witz über Rollstühle. Reizend. Und so eine Zeichnung von so einem Esel. Den Witz würde ich gerne hören. Ich komme an die Oberfläche. Ich finde ihn. Ja, und hier ging es einfach nur drum, ein bisschen rumzuklettern und ja. So schlimm war es jetzt eigentlich gar nicht. Aber hey, erwartet nicht. Das ist der Klang, ernsthaft. Beifallklatsche. Oh, du hörst ihn nicht? Dann deshalb, weil sogar ein Idiotentrophäe gefunden hätte. Tja. Ach so, ich dachte mir gerade. Etwa 52 muss ich Schluss machen, wir haben jetzt 39. Wir haben bekommen ein neues Tonband, mal wieder von ihm. Aufgezeichnet ist Patientengespräch Nummer 2. Name des Patienten Waylon Jones alias Killer Croc. Kommt jetzt der Teil, wo Sie versuchen, mich zum Nachdenken zu bringen? Wo Sie herausfinden, warum ich es getan habe? Doch. Wir sind hier, um Ihnen zu helfen, Mr. Jones. Haben Sie denn eine Behandlung für mich?
Ich sag doch, ein unheimlich gestörter Charakter, der aber absolut Charisma hat, finde ich. Das war jetzt so schwer zu finden. Wow. Und Batman steht einfach nur dran. Wow, was? Jo, damit sage ich ciao Leute, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Asylum. Das war erstmal wieder von der Aufnahmesession von mir. Ich sag ciao Leute.